Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu Game of Dwarves. Ja, ich dachte, ich starte dieses Mal einfach direkt aus der Mission heraus. Einfach aus dem Grund, weil wir auf der Übersichtskarte nicht viel zu tun haben. Das wären halt 15 Sekunden, die ich da aufgenommen hätte, nur um schnell zu starten. Ihr werdet es mir ja nachsehen. Also gut, wir gucken mal kurz nach unseren beiden Militärs. Die sind jeweils Stufe 7. Also kriegen die jetzt eigentlich mal ein neues Spielzeug zum Kaputttrümmern. So. Während wir hier ein bisschen vielleicht unser Schlafzimmer verbessern könnten. Euch mit etwas Stil im Boden. Oh, wir sind gerade Karotten kaputt gegangen, weil ich das ganze Holz verballert habe. Das ist doof. So, jetzt haben wir aber wieder genug, um die eine Karotte zu ersetzen. Ich hoffe, es geht nicht gleich die nächste kaputt. Er hat ein Level-Up, das ist gut. Ich hoffe eigentlich auch mal, dass die beim Level-Up, nach dem Level-Up auch mehr Ressourcen aus den Pflanzen holen. So, jetzt lassen wir sie noch einmal an den Puppen trainieren und dann graben wir uns hier rein. Und werden wahrscheinlich auf unsere ersten Gegner stoßen. Weil mit den Wölfen hier oben haben wir schon abgerechnet gehabt. Jupp. Alles andere bringt mir ja im Augenblick nichts, forschungspunktemäßig oder so. Ich könnte mir noch einen Jungzwerg holen, aber mit dem Essen will ich im Augenblick etwas sparsamer sein. Jedenfalls bis wir an etwas mehr Holz und Gold gekommen sind. Da wurde nämlich jetzt zum Beispiel schon wieder eine Karotte aufgebraucht. I demand your attention! Mein königlicher Wanz steht hinterhin, ich muss dringend etwas essen. Oh. Was zur Hölle machst du denn da unten? Das hätte ins Auge gehen können. Wenn er nämlich zu hungrig wird, dann stirbt uns unser Prinz weg. Das ist nicht so gut. Er ist übrigens Level 11, warum auch immer. Er trainiert, er muss sich eine Runde aufs Ohr hauen. Was mache ich dann mit meinem nächsten Punkt? Ach, gehen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Wobei ich eigentlich auch auf Plattenpanzer gehen sollte. Aber Militärspezialisierung ist auch wichtig, sobald wir das erste Eisen haben, dass meine beiden Nahkämpfer etwas stärker werden. Das hier unten wollte ich eigentlich mit Turmalin oder Stein verkleiden. Ich werde wahrscheinlich wieder Stein nehmen, weil es auch dann hier zu dem oberen passt, weil wir Turmalin ja eher brauchen für zusätzliche Forscher und verbesserte Forscher vor allem. So. Holz wird langsam mehr. Warum auch immer, uns hat hier auch eine Holzpflanze gefehlt. So, jetzt haben wir wieder 4-4, das ist gut. Ist auch schön, wie sie sich meine Bergarbeit hier unten ausruhen. Hier war alles Undigium. Jo. In die Richtung hätten wir noch weiter buddeln können, aber zu welchem Zweck?
So, okay. Dann wagen wir es mal. Sagen einem meiner Bergarbeiter-Zwerge, sie sollen da reingraben. Da müssen wir uns muss ich mir meine beiden Soldaten schnappen und sie gleich in den Raum porten, wenn dort garstige Gegner drin sind. Ein Goblin. Ja, das ist harmlos. So. Ihr schlagt jetzt erst den Goblin tot. Das hat Vorrang vor jedem Schlafen gehen. Level 6er Goblin werden 2 Level 8er Krieger schon tot kriegen. So. Dann baue ich schon mal hier eine Leiter. Und wir kommen an sehr viel Nahrung, ein bisschen Stein. 50 Eisen, das ist sehr schön. Das hier wäre übrigens auch noch Eisen. Ja, und wir könnten den Steinboden hier verkaufen. Ich verkaufe aber lieber die Eisen. Ach so, das war eine Steinleiter, okay. Und ja, wir kommen auch so ein bisschen... Ach so, das ist Titan, nicht Obsidian. Gut, hier könnten wir uns theoretisch runtergraben. Sollten wir wahrscheinlich auch, um in den großen Raum hier unter uns zu kommen. Ja. Und hey, jetzt haben wir mal etwas Holz, das wir für den Bau benutzen können. So. Sieht doch gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine schöne Wand. Nicht gerade die Laubmauerfliese. Das Holzpflaster. Auch wenn das etwas teurer an Holz ist. So. Und den Rest an Holz bewahren wir erstmal auf. Ich muss eh jetzt Leitern bauen. Und da ich eher Stein übrig habe, gibt es halt Steinleitern. Statt Holzleitern erstmal. Die könnten wir theoretisch später noch durch Steinleitern ersetzen. Aber nur keine Hektik oder Hatz. Er schneidet wieder Holz. Gut. Achso, er ist noch beim Schlafen. Und hier ist einmal ein Maulwurfsnest. Und ansonsten nichts wirklich Schlimmes. So. Es ist aber auf jeden Fall... ein bisschen Fisch. Ein bisschen viel Fisch. Ein bisschen Holz in Form von Nestern. Und der Maulwurf, der muss weg. Oh, hier oben wäre auch noch ein Raum. Interessant. Genauso wie hinter dem Turmalin. Okay, etwas über dem... etwas über dem Turmalin. So, jetzt ist die tolle Frage, wie komme ich an den... die Räume weiter oben ran? Puh. Ich würde gerne erstmal in die Räume rein. Ja, so kommen wir in die Räume rein.
Und mit dem ganzen Holz gibt es danach eine Leiter dort an der Stelle. Habe ich dich eigentlich schon... Nein, ich habe mich noch nicht zum Ausgraben ausgewählt. Ja, schön viel Stein. Mit Stein kann man nämlich gut arbeiten. Naja, kleide ich währenddessen das Schlafzimmer noch fertig aus. So. Das soll es nämlich schon gewesen sein. Bis auf die beiden Wände hier, aber das müssen wir ja zumachen eigentlich. So, das war die Steinader. Die sehr ergiebige Steinader. Dann holt mal das Turmalin. Das ist nämlich auch recht wertvoll. Also ja, für die Forschung ist es jedenfalls recht wertvoll. Und dahinter ist ein ganzer großer Raum. Will ich in den Raum rein buddeln? Ja, mach mal. Ich hole mir jetzt mal meinen nächsten Jungzwerg. Ich hoffe, ich bereue es jetzt nicht, dass ich hier reinbuddel, aber hier oben ist hoffentlich nichts wild gefährliches. Oh. Eine Ereigniskammer. Was ist denn hier drin? Stay frosty and listen. What must I do for someone to listen to me? Ein anderer Magier sieht aber irgendwie komisch aus. Your future is das ist nur ein Hologramm. Euch persönlich zu begrüßen wäre zu ermüdend. Vielmehr habe ich euch extra ein klitzekleines Begrüßungskomitee entgegengeschickt. Herr, listen. Oh Gott. Bei den Göttern zu den Waffen. Wir werden angegriffen. No. Das musste jetzt ja nicht unbedingt sein, dass da drei Orks kommen. Okay, den Teleporter kann ich nicht verkaufen. Nicht so gut. Oh, Militärspezialisierung. Das ist gut, das ist gut. Haben die keinen Bock, sich rauszuporten? Das würde mich ziemlich freuen, wenn die keinen Bock drauf hätten, sich rauszuporten. So, mit dem Raum warte ich noch ein bisschen. Er dreht auf halbem Wege um, weil er Hunger hat. Okay. Weil es jetzt am wichtigsten ist. Trainingspuppen. Und dann kann ich schon mal mit Klötzen hier zumachen, dass das hässliche Loch wenigstens weg ist. Hier oben kann ich auch kurz auskleiden mit Stein. Und nein, sie porten sich doch. Aber wenigstens erstmal nur zwei. Ich habe nichts gesagt, da kommt Nummer drei. Ah, das ist nicht so gut. Wenigstens jagt er hier unten den Bergarbeiterzwerg. Und da geht mein Krieger vor die Hunde. Okay, neuer Jungzwerg. Du wirst Militär.
Jetzt müssen wir wieder das Spielchen machen und hoffen, dass das klappt. Ich hoffe, du haust den, der schon halber tot ist. Not yet. Das macht halt fast keinen Schaden. Und wir verlieren Betten und sowieso alles. Hätte ich das gewusst? They're coming to get me. Zurück zur Welt. Spiel speichern? Nein, ja, ich will verlassen. Ich muss nochmal neu laden.